Okay. Hallo Leute, das ist endlich mal wieder ein Blender Diplom Video Tutorial. Das ist jetzt wirklich ewig her, dass ich das letzte eingesprochen habe. Ich glaube, das war irgendwann noch 2011. Irgendwann, weiß nicht, September oder so. Und diesmal ist das ein gemeinsames Tutorial zwischen mir und Frederik. Er hat mir eine coole Datei geschickt mit schönem Feuerwerk und das habe ich draus gemacht. Nämlich ein kleines Display. Und ihr seht ja schon, ich bin hier im sogenannten Video Sequence Editor von Blender und habe die Dinge einfach übereinander gelegt als verschiedene Strips. Der weitere Aufbau der Szene sieht so aus, besser gesagt des Projekts, dass ich das, also die Elemente, die er vorher auf Layern für mich hatte, die habe ich verteilt auf einzelne Szenen. Jede Szene hat ein simples Compositing. Das Compositing ist möglichst einfach gehalten, einfach nur ein paar Glitzereffekte für das Feuerwerk. Und zwar deswegen, weil in unserem Fall das Compositing am längsten brauchen wird von allem zum Rendern. Und ich habe die Sache deswegen auf verschiedene Layer verteilt, weil wir mit dem Video Sequence Editor arbeiten werden, um das übereinander zu legen. Und der kann ich mit Render layern, aber dafür mit Szenen. Deswegen für jedes einzelne Teil, für jedes einzelne Feuerwerk eine Szene und eine Szene für den Video Sequence Editor. Und ja, wir werden diesmal ziemlich viele Kameras benötigen, aber wie man die möglichst schnell im Raum verteilt und möglichst einfach, das zeige ich euch dann auch noch. Also, los geht's. Ich öffne jetzt erstmal die Originaldatei, die ich von ihm bekommen habe. Oh, falsche Datei. Genau, das ist sie. So, hier sind wir in der Starterdatei von Frederik. Ich gehe mal in die Kameraperspektive. Und dann können wir uns das mal anschauen. Hier ist also dieses coole Feuerwerk, das er gebastelt hat. Und auf den verschiedenen Layern sind andere Feuerwerke. Hier zum Beispiel noch eins. Ab Start. Und hier noch eins. Das dürfte erst hier explodieren. Ja, aber halt da unten. Und das werden wir alles noch einrichten. Und das wollen wir jetzt im Video Sequence Editor, diese einzelnen Elemente, die wir hier haben, zu einem richtig coolen Fireworks-Display zusammensetzen. Also Fireworks-Display ist die englische Bezeichnung, wenn du halt ein allgemeines großes Feuerwerk hast mit ganz vielen explodierenden Raketen, dann nennen die Amis und Engländer das Fireworks-Display. Und um das hinzukriegen, müssen wir die Szene aufteilen, besser gesagt das gesamte Projekt, in einzelne Szenen. Und bevor wir das machen, sollten wir uns um das Compositing kümmern. Denn wenn wir dann die Szene duplizieren, duplizieren wir auch das Compositing. Das heißt, erst Compositing, dann die anderen Sachen. Okay, ich gehe jetzt hier mal zu einem Frame, wo man richtig schön was sieht auf Layer 1. Ja, hier zum Beispiel die grünen Punkte und die schönen Schweife. Und schalt mal auf Compositing um. Und man sieht gerade das Ding. Das habe ich schon vorbereitet. Ich rendere jetzt einfach mal und dann bauen wir das einfach neu auf. Übrigens, ich habe hier Sampled Motion Blur eingestellt mit Motion Samples von 8. Das sollte auch vorher passieren, damit wir uns dann später Arbeit sparen. Und bei diesen Halos, die wir hier haben, die rendern so fix, da ist das wirklich völlig egal, dass wir Sampled Motion Blur benutzen. Und ehrlich gesagt, wir brauchen das auch dringend, denn Halos funktionieren nicht mit Vector Blur. Also einfach Sampled Motion Blur einstellen, Motion Samples auf 8, der Shutter ist schon auf eine natürliche Einstellung eingestellt und das war's dann. Okay, ich füge mal schnell einen Viewer hinzu mit Shift und Control und Linksklick und mache das hier kleiner mit V. Okay, ich werde das jetzt einfach alles mal neu basteln.
Also zuerst fügen wir uns hier einen Filter Glare hinzu und stellen den einfach mal auf die Standardeinstellung und schauen, was passiert. Wir haben jetzt diese schönen Streaks hier, also diese so ähnlich wie Sterne, aber leider noch zu wenig von den Außenteilen, von den Strahlen dran. Wir würden gerne 4 haben, oder wir haben 4, wir hätten gerne 5, also stellen wir das jetzt mal auf 5. Und dann ist auch noch der, ja, das ist eigentlich alles perfekt eingestellt. Wobei, das ist vielleicht noch ein bisschen zu krass, ich würde es mal minimal reduzieren. So, da unten mit Fade, da gehe ich jetzt einfach mal näher ran. Kann man das noch ein bisschen reduzieren. Und dann dupliziere ich diese Node, schiebe sie wieder hier drüber und stelle noch das Glare um auf Fogglow. Das ist jetzt einfach nur ein ganz normales Glühen, wie ihr es kennt, wahrscheinlich aus den Enterprise-Tutorials. Und das passt eigentlich alles so und das ist jetzt eigentlich schon soweit fertig. Also wenn wir jetzt mal mit Alt und V den Hintergrund größer machen, dann sehen wir hier ein bisschen was vom Fogglow. Ich mute das jetzt mal und man sieht dann noch ein leichtes Glühen und das passt schon. Hauptsache das Feuerwerk glitzert und glüht ein bisschen. Okay, dann stecke ich das jetzt auch in das Composite und lösche die beiden Nodes hier unten. Und ja, das war schon. Das Compositing sollte so einfach wie möglich sein für die Szene, weil wir die später im Video Sequence Editor zusammensetzen und dann jedes einzelne Feuerwerk wird einzeln rendern. Und diese Halos, die rendern so schnell, das ist wirklich absolut egal, aber das Compositing, das wird eine Zeit dauern. Deswegen ist das Compositing hier möglichst einfach. Okay, dann gehen wir mal wieder zurück ins Default und bauen unsere Szenen auf. Also wir haben hier 1, 2, 3, 4 Layer. Hier ist noch ein kleines Extra, wie ihr sehen könnt. Gesicht. Und jedenfalls, das wäre dann unser 4. Also brauchen wir insgesamt 5 Szenen. Eine für den Video Sequence Editor und noch ein paar weitere. Ich nehme jetzt die Szene hier und dupliziere sie 3-mal und sage immer Full Copy. 1, 2, 3. Und die Szene, das nehme ich jetzt mal für diese schöne Explosion hier und nenne sie jetzt mal Scene. Trails oder Spikes. Nein, es ist Spikes. So, für die zweite Szene, da würde ich mal die Sachen vom zweiten Layer nehmen. Also lösche ich mal das Ding hier vom ersten. Übrigens, die können wir auch löschen, völlig unnötig. Und ich wähle das jetzt hier mal aus, damit ich näher rankomme. Durch Komma auf dem Ziffernblock kommt ihr direkt dran. Und dann lösche ich einfach mal das Ding hier. Das Ding hier ist animiert. Genau, steigt wunderbar auf. Und füge stattdessen das Ding aus Layer 2 hinzu. M und 1. Und schon ist es auf Layer 1. Und ich würde davon das Ding jetzt auch mal darunter schieben und dann parenten. Nein, das lasse ich mal. Ich lösche dieses Ding, denn wir wollen nur 1 haben, das mit dem Schweif startet. Die anderen sollen schön an ihrer ganz normalen Stelle starten. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, haben wir hier eine schicke Explosion. Schönes Feuerwerk von Frederik, echt gut gemacht. Das nenne ich jetzt mal 7-Punkt-Glitter. Okay, nächste Szene. 7.003. Da nehmen wir diese hier. Die sind auch ziemlich cool, aber beginnen leider da unten. Ist auf jeden Fall auch ein super Effekt. Ich füge das jetzt mal weiter nach oben, damit die Kameraposition immer ungefähr die gleiche ist. Wow, schick. Na? Ah, die Kamera ist auf jeder einzelnen Szene auf Layer 2.
Ich füge sie mal auf Layer 1, indem ich den Layer da unten anwähle. Gut, das ist nicht 2, das ist Alt 2, aber egal. Ich wähle jetzt jedenfalls den Layer an, drücke M und 1 und schon ist die Kamera nicht auf Layer 1. Ich wähle die Kamera an, M, 1 und schon ist die Kamera auf Layer 1, da wo sie hingehört. Da lösche ich jetzt auch noch dieses unnötige Licht hier. Und haben wir hier irgendwas auf Layer 1 gerade? Ah, da haben wir noch das Graffel. Die ganzen Raketen, die wir nicht mehr brauchen. Die lösche ich jetzt mal beide. Und lösche auch das hier. Das braucht nur unnötig Speicher. Und nehme jetzt einfach mal die hier. Und wieder M1. Schon ist sie auf Layer 1. Und hier lasse ich das jetzt mal hier, nur um euch später zu zeigen, dass man die Szenen auch wunderbar an einem beliebigen Frame starten kann im Video Sequence Editor. Und kümmere mich mal um die nächste Szene. Und das hier ist dann Delay, da das Feuerwerk mit einer kurzen Verzögerung erst startet. Auch ziemlich cooler Effekt, muss ich sagen. Okay, dann haben wir hier noch diese schöne Szene. Da werde ich die Kamera wieder auf den Layer 1 stellen. Auf Layer 1 dann alles auswählen bis auf die Kamera und löschen. Kein Licht ist auch egal. Das auf Layer 2 lösche ich auch mal. Das hier lösche ich außerdem. Das ist jetzt irgendwo da unten. Und wo haben wir denn das Ding? Wir haben hier irgendwo ein Antlitz. Das explodiert. Ja, hier ist es. Das füge ich mal auf den, schiebe ich nun auf den Layer 1. Und wenn ich schon am Layer 1 bin, schiebe ich es auch ein bisschen nach oben. Und dann schauen wir mal, wie es aussieht. Fliegt ein bisschen weit nach oben. Also füge ich es mal weiter nach unten. Und ja, sieht doch ganz gut aus. Ich mache mal kurz einen Testrender. Sollte man mal vielleicht auf etwas Kleineres stellen. Ja, das ist ganz witzig. Also geht's jetzt ab in den Video Sequence Editor. Wobei, bevor wir das machen, noch eine kleine Sicherheitsmaßnahme. Und zwar, oh, das muss natürlich noch sein 7-Punkt-Gesicht. Sämtliche Partikel-Caches sollten jetzt erstmal gebacken werden. Und ich schalte auch immer jeweils die Subframes ein, nur zur Sicherheit. Denn im WSI wollen wir hin und her scrappen und dafür brauchen wir einfach sichere, bombenfest gebackene Partikel-Caches. Also, backen, backen und das mache ich jetzt erstmal mit allen anderen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, das Ganze hat jetzt natürlich ein bisschen gedauert, aber jetzt können wir uns endlich mit dem richtigen Spaß anfangen. Und zwar dem Video Sequence Editor. Ich füge noch eine neue Szene hinzu, aber die ist jetzt mal new. Und die nenne ich mal 7.wsi. Wir benötigen leider eine Kamera, auch wenn wir nichts dadurch sehen werden. Also füge ich einfach mal eine hinzu und fertig. Dann schalte ich hier oben auf Video Editing und nun haben wir etwas völlig anderes als vorher, nämlich den Blender Video Sequence Editor. Das ist ein Video-Editier-Schnittprogramm, so ähnlich wie Adobe Premiere, nur eben zugeschnitten für Blender-Nutzer. Und ich schalte hier oben die Scene um auf 7.wsi. Und jetzt können wir anfangen, die einzelnen Elemente zu kopieren, damit ein richtig schönes Display entsteht. Und dafür müssen wir überhaupt nichts rausrendern. Wir machen einfach nur Shift-A, Add, Scene. Und ich fange mal an mit der Spike-Scene. Die kann ich jetzt mit G verschieben, zum Beispiel direkt an den Anfang. Und wenn ich jetzt hier durchscrubbe, sehen wir, bang, da fliegt was. Und das ist natürlich eine ganz schöne Sache. Wenn wir das jetzt rendern würden, würden wir eben genau dieses Element sehen. Und was man jetzt zum Beispiel machen könnte, ist das Ganze duplizieren, also etwas daneben nochmal setzen und von Blend auch, dass die Blend gibt hier an,
wie die übereinander gelegt werden. Also momentan ist es Chase of Cross und das heißt so viel wie, wenn wir es auf 50-50 machen, sehen wir beide, wenn wir es auf 100% machen, sehen wir nur das, was darüber liegt. Also einerseits mit Notes haben wir hier ein ganz normales Top-to-Button-System, genauso wie in Premiere oder wie auch in After Effects. Und wenn ich das jetzt auf Alpha Over stelle, dann seht ihr, da unten ist das eine und da kommt noch gleich das andere. Und das kann ich jetzt zum Beispiel auch ganz einfach duplizieren. Immer schön zwei Frames nebeneinander. Zack, zack, zack. Oder auch mal nur einen, damit auch ein bisschen Abwechslung ist. Und jetzt haben wir hier fünf schöne Elemente. Aber das Dumme ist, die liegen alle übereinander. Und das wollen wir wahrscheinlich nicht. Also was ich mir vorstellen würde, ist, dass hier zack, 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 die so einen richtig schönen Strauß auseinander schießen, die Raketen. Und was wir hier machen können, ist, wir könnten zum einen das Ding verschieben und ein bisschen drehen und vielleicht vergrößern und verkleinern. Das ist im Video Sequence Editor auch möglich. Aber dann hätten wir einen kleinen, vielleicht einen Qualitätsverlust. Weil das dann erst WSI berechnet werden würde. Und so größere und kleine Berechnungen, wenn ihr es zum Beispiel größer macht, dann hat man natürlich nicht genug Bildinformationen und alles wird ein bisschen unscharf und so weiter und so fort. Und was es da Schönes gibt im Blender, ist die Möglichkeit, und zwar hier, den Camera Override zu benutzen. Wir haben schon andere Kameras in den anderen Szenen und wir könnten jetzt in dieser Szene hier jetzt einfach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedene Kameras hinstellen und die alle so positionieren, wie wir dann hier die einzelnen Elemente haben möchten. Also schalte ich hier oben wieder auf Default und hier auf Spikes. Das ist die Szene und das sehe ich gerade hier das Ende. Hier ist es schon vorbei, also würde ich das Ende mal auf 100 stellen, also auf 100 anstatt auf 150. Ich lösche hier noch dieses unnötige Licht und gehe mal in den Top View. Und dann haben wir hier unsere Kamera. Die dupliziere ich jetzt einfach viermal, dann haben wir insgesamt fünf. Oder ich glaube, wir hatten sechs, also dupliziere ich sie fünfmal mit Shift und D. Und setze jeweils leicht versetzt, damit jede einzelne Kamera ein bisschen näher oder ein bisschen weiter weg ist davon. Und dadurch kriegen wir das so hin, dass sie jeweils das ein bisschen größer oder kleiner zeigen. Also ich begebe jetzt zum Beispiel mal hier in die Kamera und dann wähle ich die an und nehme Control und 0 im Numpad und schon bin ich in der anderen Ansicht. Die können wir auch hier auswählen, die einzelnen Kameras. Wir sehen 5, 6, 7, 8, 9. Wir nehmen jetzt mal die hier und schauen, wie es hier aussieht. Ah, dann mal die hier und die hier und die hier. Okay. Das wird jetzt ganz witzig werden. Das geht immer so hin und her und hin und her und wird richtig cool aussehen. Also begeben wir uns erst wieder in den Video Sequence Editor oder ändern wir hier noch was? Ja, wir ändern hier noch was. Ich würde nämlich vorschlagen, dass diese ganzen Kameras einen kleinen Bogen bilden. Und was man hierfür ganz gut machen kann, ist, ich nehme jetzt mal die linke an und schalte hier unten Proportional Editing ein. Dadurch, wenn ich die jetzt hier drehe, dann drehen sich diejenigen Kameras mit, die hier in dem Kreis sind. Den kann ich mit Mouse Wheel Up und Mouse Wheel Down ein bisschen verändern. Und ich drehe das jetzt mal ein bisschen so. Jetzt drehen die sich in die Richtung. Dann mache ich das jetzt hier noch, drehe es ein bisschen in die andere Richtung. Und schon haben wir einen schönen Kreis. Und dann schauen wir uns das Ganze nochmal an. Und das sieht ganz normal aus. Ja, die sehen jetzt alle ein bisschen schräg. Ach, das könnte ein ganz schönes Display werden. Also schalte ich wieder zurück zu Video Editing. Und jetzt sind wir ganz magisch plötzlich in der WSE-Szene. Das macht Blender ganz geschickt für uns. Und wähle einfach die Scene 1 aus. Und dann wähle ich jetzt mal die verschiedenen Camera Overrides. Das war 5, 6, 7, 8, 9. Also wähle ich da mal Kamera 5.
da Kamera 6, da Kamera 7, da Kamera 8, da Kamera 9 und für das letzte könnte man direkt wieder die Kamera 1 wählen, weil dann zu dem Zeitpunkt wird man das wahrscheinlich schon gar nicht mehr merken, dass da, dass es dann wieder die mittlere Kamera ist. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Und bang. Das ist schon mal ziemlich cool. So. Und was ich jetzt noch machen würde, ist, hier weiter unten rechts gibt es eine Einstellung für Color Balance. Dadurch kann man die Szene noch ein bisschen verändern von der Farbe. Genauso wie im Compositor. Und die stelle ich jetzt mal so ein, dass für die Gamma und Gain, also die beiden hellsten Teile, das sind die Mitteltöne, das sind die ganz hellen Teile und das sind die dunklen Teile, jeweils nur minimal verändert ist. Also ich klicke jetzt einfach nur drin rum für jede einzelne. Und also nicht so stark. Und das gibt nochmal ein bisschen eine ganz minimale Veränderung. Für jedes einzelne sieht jetzt ein bisschen anders aus. Und so haben wir da ein bisschen Abwechslung und das ist ganz gut. Das ist ja schließlich alles computergeneriert, das ist schön und gut. Wir wollen einen schwarzen Hintergrund, wir wollen keine Smoke drin haben, sondern einfach nur das Feuerwerk, um das zum Beispiel später auch mal für was anderes zu verwenden. Also wenn man das Feuerwerk so aufbaut, kann man es meistens auch ganz gut für die Werbung verkaufen, wenn man sich noch ein bisschen mehr Mühe gibt als ich hier. Und da ist es aber dann trotzdem gut, dass es nicht zu künstlich aussieht, sondern nur minimale Veränderungen mit dabei sind. Und wunderbar. Und da wir hier schon grüne Teile haben, würde ich jetzt hier in der Gegend ein paar von den Szenen mit den, die so ein bisschen verzögert sind, benutzen. Und da schauen wir jetzt mal, wann explodiert das? Ah, kurz hier. Da wird es jetzt erstmal einen Schlag geben und es fängt an bei Frame 55. Also stelle ich das jetzt mal hier auf Startframe 54. Und wenn wir das jetzt in den Video Sequence Editor einfügen, dann wird das genau an dieser Stelle auch Boff machen. Und da schalte ich natürlich mal wieder auf Alpha Over. Und dupliziere das jetzt auch mal so 3-4 Mal. Ich glaube, das reicht auch, wenn wir da hier nur 4 nehmen von dieser schönen Szene. Und dann, wenn hier die hier durchgelaufen sind, hier ein. Ja, man kann es leider schlecht sehen, weil diese Spikes so schwarz sind in dem. Aber es gibt ja auf jeden Fall dann coole Effekte. Und was ich hier dann außerdem noch gemacht habe, ich habe dann im Original auch wieder verschiedene Kameras hinzugefügt. Aber ich habe die diesmal nicht nur jeweils nach vorne, ein bisschen nach vorne und nach hinten verschoben, sondern auch, ich würde die mal erstmal von Anfang ein bisschen weiter nach oben setzen, beziehungsweise ein bisschen leicht nach oben rotieren. Das ist, glaube ich, noch besser. Das habe ich jetzt mit Doppel-R gemacht. So. Das dürfte noch cooler aussehen, wenn sie leicht von unten drauf schaut. Bang. Ja. Und was ich jetzt hier mache, ich dupliziere wieder die Kameras. Lass mich nochmal kurz nachschauen, wie viele Szenen sind es. 1, 2, 3, 4, 5. Also dupliziere ich sie jetzt 4 Mal. Shift-D. 1, 2, 3 und 4. Ruhig mal ein bisschen weiter nach vorne hier. Schauen wir das jetzt nochmal an. Das ist jetzt nicht die Scene. Spike, sondern die Scene. Delay. Das sind jetzt also Kamera Nummer 3, 10, 11, 12, 13. Das müssen wir uns merken. Und dann schaue ich mir das jetzt mal an. So, wie das jetzt wohl aussieht. Wieder mit Control und Numpad. Für jede einzelne Kamera. Okay. So, und was ich hier jetzt diesmal mache, ist, ich verändere diese hier auch in der Höhe, wieder mit dem Proportional Editing Tool, aber diesmal nicht gleichmäßig in der Höhe, sondern über den Effekt Random.
Also, das hier wieder mit, also erstmal Z drücken, dann bleibt die Bewegung auf der Höhe hier auf dieser Achse und jetzt den Kreis richtig groß machen mit dem Mausrad und wenn wir die jetzt nach oben schieben, dann bewegen die sich unterschiedlich. Dann wenn wir jetzt einen anderen auswählen, G, Z und das wieder nach unten schieben, dann haben wir jetzt doch deutliche Unterschiede. Und das können wir uns jetzt nochmal anschauen, wie das jetzt aussieht. Ja, das ist ganz gut verteilt, finde ich. Ja, das wird auf jeden Fall eine sehr dynamische Sache. Hier noch und hier noch. Ja, da kann ich mir echt gut vorstellen, dass das wirklich super aussehen wird. Also, haben wir uns gemerkt? Nein, ich habe es mir nicht gemerkt. Moment, Kamera 3, 10, 11, 12, 13. Ja, das mache ich doch jetzt einfach mal. Kamera 3, 10, na, 10, 11, 12, 13 und jetzt würde ich noch denen jeweils auch noch eine minimale Color Balance jeweils geben. Ach, das untere hätte man gar nicht gebraucht. Für jeden einzelnen. Einfach nur, eigentlich im Grunde nur da irgendwo klicken ein bisschen und dann. Der Effekt ist so minimal, das merkt man kaum. Ja, doch, das würde man wahrscheinlich schon merken. Okay. Vor allem in dem Fall hat man ja den Vorteil, dass es eigentlich eh schon so schön weiße Dinger sind. Deswegen wird hier der Effekt auf jeden Fall ein bisschen stärker. So. Und jetzt noch ein kleines Finale. Da würde ich den Glitter benutzen, weil der ist wirklich stark. Schauen wir mal an, wie der aussieht. Ich behaupte mal, der könnte von weiter oben anfangen. Ach, die blöde Kamera ist noch auf Layer 1. Ich schiebe ihn auf Layer M, auf Alt 1. Ich schiebe ihn mal bei M 1 auf Layer 1. Klick jetzt und dann G, Z. Bring das Ganze ein bisschen weiter nach unten. Und dann schauen wir uns den hier mal an. Genau, so ist gut. Und da denke ich mal, werden wahrscheinlich zwei reichen von diesem ganz ziemlich extremen Ding. Ich werde mal noch einen zweiten hin, Shift-D, die Kamera duplizieren. Ich schaue erstmal Glitter, welche Kamera das ist. Ah, das ist die 001. Dann wird es jetzt wahrscheinlich die 14 werden. Ja? Die schiebe ich mal ein bisschen weiter nach hinten. Und dann gucken wir das hier mal an, so wie das von weiter hinten so aussieht. Und ich glaube mal, das könnte man so direkt, glaube ich, hier ein bisschen so nach drüben setzen, ja. Ja. So, und jetzt gehe ich mal wieder zurück zum Video-Editing, bin wieder im BSI, füge noch zweimal die Glitter-Szene hinzu. Wieder Shift-A, Scene, diesmal Glitter. Das wird jetzt hier genau. Camera Override ist jetzt, nehmen wir die 001, nein, das ist die schlechte, dann nehmen wir doch mal die 14 und später die 001, so, so, die ist jetzt ein bisschen links, ist schön groß, und wieder nicht vergessen, auf Alpha Over zu setzen, so, und dann etwas später hier, und als kleinen Bonus zwischenrein noch einmal das hier und einmal den da hier und jetzt nochmal die hier. So, das. Na, wobei, die hier lieber nicht. Wobei, da nehmen wir jetzt einfach irgendwie eine andere Kamera. So, zum Beispiel die hier. Und schon dürfte das alles ziemlich anders aussehen. Und bei den beiden würde ich jetzt mal sagen, dass wir jetzt einfach mal die Farben ein bisschen verstärken, so ein bisschen hier ins Gelbliche gehen, so richtig krass. Und dann dürften wir eigentlich ein ziemlich cooles Display haben. Oh, Moment. Die zweite Glitter-Szene sollte natürlich eine andere Kamera benutzen, nämlich die 001, das ist daneben, dass sie daneben abfeuert. Ja. Bang, bang, und dazwischen drin sind noch die beiden anderen. Das sieht doch alles schon mal so richtig gut aus.
Und hier noch die beiden anderen. Und dann schießt die hier noch hervor. Ziemlich tief. Aber das ist, glaube ich, schon legitim. So. Dann können wir da oben nämlich... Nein, das ist nicht legitim. Ich glaube, das ist nicht so cool, dass sie so weit unten ist. Also nehme ich bei den Spikes einfach eine andere Kamera. Schauen wir mal. So zum Beispiel, ja. Das ist cool. Und hier würde ich dann jetzt mal so richtig in die Vollen gehen, was die Veränderungen des, der Highlights und der verschiedenen Töne hier ausmacht. So, damit kriegen wir das Grün. Und damit sollten wir den Schweif kriegen. So, das soll richtig krass aussehen. Ich werde jetzt auch mal kurz rendern, bevor ich das Gesicht hinzufüge. Und erstmal natürlich speichern. So, das Rendern könnten wir natürlich. Das wird jetzt einen Moment dauern, denn er rendert jetzt die ganzen verschiedenen Layer jeweils einzeln. Das geht super schnell dank der Halos, die wir hier benutzen. Die sind wirklich absolut Hochgeschwindigkeit und dann allerdings nochmal jeweils das Compositing. Deswegen pausiere ich das hier mal kurz. Okay, hier ist der fertige Render. Hier ist es, glaube ich, ein bisschen zu krass. Also werde ich das gleich ein bisschen reduzieren. Ich habe noch einen zweiten Render vorbereitet. Und zwar hier an diesem grünen Punkt. Man kann es jetzt nicht wirklich erkennen, aber diese kleinen Mini-Explosionen haben den leichten Farbüberlauf. Und das führt zu Problemen mit dem Modus, den wir hier benutzt haben, mit dem Alpha Over. Und um das zu beheben, können wir sie einfach auf Edge schalten. Und also falls ihr bei dieser Szene Schwierigkeiten habt, schaltet diese Dinge, die diesen kleinen Block oder diese kleine Mini-Explosion und danach die heraustretenden Stacheln habt, den Blend-Mode einfach auf Add und dann habt ihr kein Problem mehr, denn das wird dann alles einfach draufgeschmissen, drauf addiert. Und ihr habt dann zwar keine tiefen Informationen mehr, welche jetzt vor welchem ist, aber dafür habt ihr auch keine Bugs mehr. Und genau, die Spikes hier, das war einfach zu krass, was wir hier gemacht haben mit diesen beiden Farben hier, deswegen reduziere ich sie beide mal. Also wenn man sie ein bisschen in die Mitte links gibt, dann verlieren sie an Sättigung und dann dürfte das alles deutlich besser sein. So, jetzt werde ich als letztes dann, wenn die hier fertig ist, noch das Antlitz hinzufügen und das war's dann. Also Scene.antlitz und ja, so. Das glitzert vorher, oder das brabbelt vorher nochmal ein bisschen, bevor es dann sich in die einzelnen Elemente aufteilt. Sehr cool. Und damit ist unsere Szene zu Ende, ungefähr bei Frame 350. Ja, jetzt haben wir ein 350 Frames langes Fireworks-Display. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich zum Abschluss noch, warum habe ich das über den Video Sequence Editor gemacht und nicht zum Beispiel direkt in der Szene, in dem ich verschiedene Feuerwerkselemente zusammengefügt habe, hätte. Und die Antwort ist die, bei den Partikelsystemen hier kann man leider die Start- und Endzeit nicht animieren, man kann auch keine Driver setzen und so weiter. Und das heißt, ich müsste bei jedem einzelnen Partikelsystem die Start- und Endzeit jeweils anpassen. Manche Dinge haben ja teilweise drei Partikelsysteme. Wenn ich da mehrere in der Szene haben würde und so ein schönes Display bauen würde. Und das wäre einfach eine wahnsinnige Klickerei. Und außerdem natürlich noch die Start- und Endzeit der Animation an sich, was allerdings weniger ein Problem darstellt, dank des Dope Sheets. Aber allgemein, das wäre einfach eine wahnsinnige Klickerei momentan. Und darum bin ich den Weg über den Video Sequence Editor gemacht, wo man die Dinge einfach zack, zack, zack übereinander legt und sobald sie erstmal da sind, kann man sie auch wunderbar verschieben oder auch einfach mal wiederverwenden. Ich meine, das merkt doch eigentlich eh keiner, wenn da irgendwie eine Szene doppelt vorkommt. Später, also wenn ihr so ein richtig langes Display habt, das irgendwie eine halbe Minute oder vielleicht einfach mal eine Minute geht oder
vielleicht auch 10 Minuten, so ein richtig großes Ding. Da könntet ihr hier einfach immer wieder die Dinger neu verwenden, leichte Anpassungen machen und mit letzten Endes dann doch recht wenigen Klicks wirklich, wirklich coole Ergebnisse erzielen. Und das ist wirklich einer der Punkte, wo ich mich freue, dass Blender eben diesen Video Sequence Editor hat, wo du nicht nur Videosequenzen einbauen kannst, sondern auch tatsächlich die Blender-Szene und sie so bearbeiten kannst, wie du in anderen Programmen wie zum Beispiel After Effects nur Videosequenzen bearbeiten kannst oder Premiere zum Beispiel. Also das ist ein wirklich großartiges Feature, das meiner Meinung nach wirklich viel zu wenig Beachtung findet. Also ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei und vielleicht gibt es ja demnächst auf YouTube oder Vimeo ein paar richtig schöne Feuerwerksdisplays. Ich meine, irgendwann ist ja der 4. Juli und Silvester kommt natürlich auch und ach, Feuerwerk kann man immer machen. Außer in Deutschland. Da ist es leider zumeist verboten. Also, viel Spaß noch und happy Blending. Eine Kleinigkeit gibt's noch, die ich euch zeigen wollte. Und zwar könnt ihr mit dem Video Sequence Editor auch Sounds hinzufügen. Das geht, wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt, relativ einfach. Shift A, Add Sound. Und da füge ich doch mal einen Feuerwerkssound hinzu. Schiebe ihn noch ein bisschen hier rüber. Und wenn man hier dann durchläuft. Okay, das war nicht ganz synchron. Hier unten unter Playback gibt es noch drei wichtige Einstellungen, wenn ihr mit Sound arbeiten wolltet. Und zwar Audio-Video-Sync, damit es synchron läuft. Dann Frame-Dropping, falls eure Szene nicht nachkommt, dass dann hier Frames gedroppt werden. Der Sound läuft aber trotzdem perfekt weiter. Und Audio-Scrubbing. Also, ich lasse das mal laufen. Wunderbar. Oder hier zum Beispiel, boom, wenn das Gesicht dann kommt. Und wenn man hier jetzt durchscrubbt, sieht so aus, als wäre das nicht ganz perfekt. So. Und das ist auch ein krönender Abschluss für dieses Tutorial. Viel Spaß!